Ruckzuck. Simply powerful web design. Hi, ich bin Max von Ruckzuck und ich will euch das Grid-Modul in Ruckzuck zeigen. Das Grid-Modul ist so ziemlich das wichtigste Werkzeug, um Layouts in Ruckzuck zu bauen. Hier bei Ruckzuck bauen wir fast alle unsere Seiten mit Hilfe vom Grid-Modul. Also ich habe hier eine leere Seite und das erste, was ich mache, ist das Grid-Modul einfügen. Ich suche es hier unten raus aus der Liste. Hier ist es. Und ziehe es hier rein. Jetzt sehe ich schon in der Vorschau. Hier ist schon mal eine Einteilung. Ich gehe jetzt hier rüber zu den Eigenschaften. Und hier sind die Einstellungen von diesem Grid. Ich kann einstellen, wie viele Spalten ich gern hätte. Also zum Beispiel 16, das ist in Ordnung. Den horizontalen Abstand. Das sieht man da, wie es sich ändert in der Vorschau. Da machen wir mal 1,5%. Und den vertikalen Abstand. Das sehen wir nachher, wenn ich Elemente da einfüge. Jetzt füge ich mal einen Style hinzu zum Grid-Modul, damit ich das mal kurz zeigen kann. Und zwar eine Breite. Ich sage jetzt mal, das ist 75% von der Bildschirmbreite. Und was ich jetzt machen kann, ist hier wieder rübergehen auf mein Grid-Modul zu den Einstellungen. Und ich kann hier Modul-Ausrichtung aktivieren. Jetzt kann ich sagen, ich möchte, dass es zentriert ist. Und zack, es ist in der Mitte von meinem Bildschirm. Ich kann es natürlich auch rechtsbündig machen. Ich mache es in die Mitte. Sehr hilfreich, um solche zentrierten Layouts zu erstellen. Jetzt habe ich hier also mein Grid fertig aufgebaut und jetzt werde ich mal ein paar Elemente einfügen und schauen, wie das funktioniert. Also fangen wir am besten an. Bild, schmeißen wir einfach da rein. Dann eine Überschrift, wenn ich eine finde. Hier, Überschrift. Textelement. Und dann noch ein Textelement. Ich kann das hier nochmal duplizieren. Einfach, dass wir ein paar Inhalte haben. Jetzt sind hier schon aufgetaucht. Ich kann mal hier ein Bild auch auswählen, damit man es ein bisschen besser sehen kann. So, jetzt sind hier schon aufgetaucht. Und ihr seht schon hier in der Vorschau, habe ich jetzt hier diese Anfasser. Das kann ich am besten hier mal zeigen. Der wichtigste ist der hier, mit dem ich die Breite jetzt einstellen kann. Von diesem Element auf meinem Raster. Die hier machen solche Abstände da rein. Kann ich das ein bisschen einrücken. Dasselbe funktioniert mit dem Bild. Ich klicke mal auf die Elemente und dann tauchen diese Anfasser auf. Das ziehe ich jetzt ein bisschen kleiner. Dazu den Text, bis er hier hochkommt. Ungefähr so. Sehr gut. Jetzt gehe ich nochmal in die Grid-Einstellungen und mach ein bisschen mehr vertikalen Abstand, seht ihr? Jetzt sieht man das auch in der Vorschau. So, also, ich kann Elemente zu meinem Grid hinzufügen und ich kann sie dann so rumziehen und anpassen und das Layout bauen, wie ich das möchte. Was sehr hilfreich sein kann, ist ein Grid im Grid zu haben. Das werde ich jetzt mal machen. Ich nehme also einfach wieder aus der Liste hier ein Grid und ziehe es hier oben rein. Das habe ich jetzt hier unten drin. Und damit kann ich zum Beispiel so eine Art Bildergalerie bauen. Das werde ich jetzt mal tun. Wenn ich wieder das Bild finde. Egal, ich nehme es von hier oben. Duplizieren. Ich ziehe es hier drauf. Und dann hätte ich gerne noch zwei Bilder. Kann ich auch mal schnell andere auswählen, damit man das auseinanderhalten kann. So. Dieses Grid hier hat jetzt natürlich wieder eigene Eigenschaften. Dem gebe ich jetzt ein paar weniger Spalten, sagen wir 6 Stück nur. Und wenn ich jetzt hier wieder draufklicke, kann ich hier wieder mein Layout anpassen. Das heißt, ich mache jetzt hier so ein dreispaltiges Teil. Und das Grid selber ziehe ich jetzt auf die komplette Breite. Ich kann mal ein Textmodul hinzufügen. Upsala. So. Jetzt ziehe ich das hier wieder auf die komplette Breite. Bilder mache ich ein bisschen kleiner, damit es
richtig. Und jetzt habe ich hier unten so ein, wie so ein kleines Bilderding. Also damit sind Grids gut. Ich habe jetzt ein Grid im Grid. Ich habe das große mit 16 Spalten und dann das kleinere mit 6 Spalten. Das funktioniert natürlich auch in unserem Responsive Design Modus. Das heißt, wenn ich hier rübergehe und auf meine Breakpoints gehe, kann ich wieder in meinen Grid gehen und diese Sachen anfassen und rumziehen. Und die Einstellungen werden gespeichert für diesen Breakpoint. Also für 900 Pixel mache ich alles ein bisschen breiter. Ups. Ich mache alles ein bisschen... Mal hier muss ich rein. Ich mache alles ein bisschen breiter. Dann für 750 Pixel entfernen wir hier diesen Abstand. Gehen wir auf die volle Breite. Ungefähr so. Dann machen wir auch hier die Bilder größer. Überhaupt kein Problem. Und wenn ich jetzt das mal anschaue und wenn ich das hier mal hin und her ziehe mit meiner Maus, dann sehen wir, dass sich die Einstellungen ändern, sobald ich die Breakpoints erreiche, es ändert sich mein Layout und ich habe es alles mit dem Grid-Modul gebaut. Ja, und das ist so ziemlich, wie das Grid-Modul funktioniert in Ruckzuck. Viel Spaß damit!